Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und ich kann auch schon mal direkt sagen, ja, es tut mir leid, aber es wird leider keinen Livestream geben in dieser Woche, weil ich noch ein paar Termine so habe, die ich abarbeiten muss. Und auch so die Schule geht es halt wieder los. Ich hatte jetzt die letzten zwei Wochen Ferien. Und da gab es auch mal ein bisschen mehr. Trotzdem, ich probiere natürlich nächste Woche wieder komplett live zu sein. Dann gibt es auch vielleicht ein neues Event, wir werden sie ja sehen. Weil aktuell ist ja auch kein neues Event da. Müssen wir schauen, also es könnte sein, dass es dann am Donnerstag was Neues gibt. Bin ich mal gespannt, ob EA sich dazu breitschlagen lässt, uns da nochmal was Neues zu geben. Wir haben ja jetzt schon das Zidane-Event, aber auch da ist ja wenig zu spielen aktuell. Trotzdem, die Packs sind geil, da gehen wir auch gleich noch rein, klare Sache. Ja, aber schauen wir einfach mal, was da noch so demnächst so kommt. Bin ich auf jeden Fall gespannt und hoffe mal, dass da nochmal irgendwie was Neues in die Richtung kommt. Dass man hier auch wieder komplett reinsuchten kann. Ich habe tatsächlich nämlich jetzt auch hier Champions League beendet, Leute. Sehr, sehr geil. Legendär bin ich durch. Ich habe mir alles mitgenommen, alles geholt, alles getan. Habe nochmal 2500 Gems auch bekommen. Deswegen habe ich jetzt auch 2500 Stück. Damit werden wir nämlich auch dann gleich was tun. Das wird sehr, sehr geil. Ja, und da kann ich nämlich jetzt auch aktuell hier, also hier hinten habe ich, das habe ich irgendwie bekommen. Ja, ein bisschen was fehlt mir hier noch. Aber 10.000 Gems wäre natürlich noch absolut geil, die irgendwie zu bekommen in der nächsten Zeit. Dauert halt noch ewig, aber egal, Leute. Egal, es ist gut, es ist schön, es ist in Ordnung. Ja, und das heißt, so werden wir das auf jeden Fall machen. Was ist das hier? Gewinneturnier? Ach, hier muss man noch verschiedene Aufgaben machen. Oh Gott, ich sehe es jetzt erst gerade hier. Noch verschiedene Aufgaben für verschiedene Gems. Oh Gott, ist das bodenlos, ist das bodenlos. Mit 4-Sterne-Team, mit 5-Sterne-Team, oh Gott. Ist das geisteskrank. Da muss man ja so reinsuchten. Eieiei. Na gut, aber wenn man viele Gems haben möchte, ist das vielleicht gar nicht mal so schlecht. Aber egal. Werden wir sehen. Werden wir sehen, was wir da so Schönes machen können. Aber ja, das ist heftig. Na gut, willkommen bei FC Mobile habe ich durch tatsächlich. Also da bin ich schon lange durch jetzt und da werde ich jetzt auch nichts Neues noch spielen. Außer halt neue Herausforderer, das kann man dann noch spielen natürlich für das Pack hier. Da werde ich das jetzt hier mal öffnen. Vielleicht haben wir Glück, wahrscheinlich nicht. So wie ich mich kenne, haben wir jetzt hier nichts Krasses drin und wir ziehen natürlich auch nichts. Wir haben Teil 3 und wir haben den 76er Piontek. Gruß geht raus hier an alle Hertha-Fans. Die kennen den noch sehr, sehr gut. So, was haben wir hier noch? Ich glaube, ich kann im Umtausch noch was machen. Olivier Giroud, ja, könnte ich mir noch holen. Ah, ne, hier habe ich alles schon abgeholt. Habe ich alles schon abgeholt. Aber Olivier Giroud, habe ich Bock. Aber vielleicht ziehen wir noch mal was ganz Geiles. Mal schauen, vielleicht ziehe ich noch den Torhüter. Der Torhüter fehlt halt noch und vielleicht ziehe ich jetzt einen. Das wäre natürlich ganz, ganz geil. Aber, ja, werden wir sehen, Leute, werden wir sehen. Ich habe auf jeden Fall Bock, jetzt hier noch ein geiles Pack zu öffnen tatsächlich. Ich möchte nämlich, ich habe hier dieses Ultra-Pack gesehen und ich glaube, das könnte echt krass sein. Aber pff, ich weiß nicht so ganz. Garantiert beim 10. Kaufen, innerhalb von 10 Käufen ist es garantiert. Ich weiß nicht, ob das so krass ist, oder? Dieses Ultra-Pack, also garantiert 80 bis 94, also da ist halt vielleicht so ein 80er oder so drin. Das könnte halt... ich glaube, ich mach's lieber nicht, oder? Weil da sind vielleicht die anderen Verteidiger-Packs besser, was ich so bei anderen auch bei anderen Leuten so gesehen habe. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, so, wenn ihr das jetzt hier so seht, ob ihr das machen würdet für 12.500. Ich mach's jetzt nicht. Ich sag, ich mach's jetzt nicht, weil das ist mir zu teuer. Dann mache ich lieber die Verteidiger-Packs auf, weil da habe ich gesehen bei vielen, dass die da Ultra-Pack-Lack draus hatten. Aber, ja, weiß ich jetzt nicht so ganz. Weiß ich jetzt nicht so ganz, dann mache ich lieber die Packs hier auf. Denn da weiß ich, dass die bei anderen Leuten ordentlich geschallert haben. Da kann man ja gefühlt alles rausziehen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Also da war irgendwie, da waren Leute mit Mbappé und Garincha, alles mögliche. Da würde ich lieber die hier öffnen, anstatt für 12.500 direkt ein Pack, ein ganzes Pack rauszuhauen. Schreibt mal in die Kommentare, ob das richtig war, jetzt meine Entscheidung. Let's go, Leute, wir gehen mal rein. Ich möchte mal ein bisschen was öffnen. Ich habe vielleicht hier Glück, vielleicht auch nicht. Puh, komm schon, bitte einfach, ich möchte wenigstens ein Walkout sehen. Ich möchte wenigstens ein Walkout sehen. Packlack Pfeife, kein Walkout. Okay, 77er Sylla ist der Beste. Bizot und hier den Rest nehmen wir natürlich auch alles mit.
Komm schon. Gönn einen Walkout. Das wäre so gut. Einfach einen Walkout hier drin zu haben. Heißer Verteidiger Sonderangebot. Ist schon geil. Kein Walkout, Mann. Komm schon. 31.076er. Oh, ich habe bei so vielen Leuten gesehen, dass sie hier krasse Walkouts raus hatten, aber weiß ich jetzt nicht ganz so. Komm schon, ihr. Ich habe jetzt schon wieder unter 10.000 Gems, Alter. Allein, weil ich jetzt hier das dritte Pack geöffnet habe. Come on. Kein Walkout. 82er, Inigo Martinez und ein 79er Sanchez. Okay, das ist schon mal ein besseres Pack tatsächlich, aber es muss noch besser gehen. Es muss noch besser gehen tatsächlich. Ich habe schon wieder nur noch 8.750 Gems, ey. Bitte. Komm schon. Ja, Walkout, bitte. Icon. Brasilien, oh mein Gott. LV, Roberto Carlos. Jawohl, Roberto Carlos, den spiele ich. Den werde ich so spielen, Leute. Den werde ich so für Cancelo spielen. Icon gezogen, let's go, Leute. Den werde ich so für Cancelo spielen. Ey, ist das geil. Roberto Carlos, Alter, Impact Opening. Ey, bei Brasilien, ey, das hätte alles sein können, aber geil. Hey, das ist gut, Leute. Icon, let's go, Leute. So, komm. Ja, den werde ich so spielen für Cancelo. Da kann ich Cancelo raushauen. Ja, super. Das ist gut, Leute. Ich glaube, ihr würdet das auch so machen, oder? Ich glaube, Cancelo geht sogar raus für den Preis, wenn ich das so sehe, weil ich habe das auch, glaube ich, schon mal, ich habe das schon mal so gesehen, dass der halt generell so LV, RV und so ziemlich krass rausgehen. Aber es kann sein, dass durch die neuen Packs das vielleicht sich verändert hat, weiß ich aber nicht genau, aber Roberto Carlos als Icon spielen ist schon geil. Oh ja, Leute, oh ja, das ist gut, das ist richtig gut. So, okay, Cancelo, weiter, ja, der würde rausgehen, aber ich glaube, ich spiele den auch, ich spiele hier wirklich Roberto Carlos tatsächlich. Wir können ja nochmal kurz die Stats vergleichen, tauschen, so ging das doch hier irgendwie, oder? So mit Stats-Vergleich und sowas, das will ich nur mal kurz sehen, bevor ich jetzt hier irgendwie was Falsches mache tatsächlich, möchte ich es eigentlich ganz gern wissen, ob mir das noch irgendwas helfen könnte. Hier ist er. Nee, der ist überall, der ist eigentlich, außer bei Passen und Dribbling, ist er sonst schlechter. Da würde ich einfach Roberto Carlos nehmen, oder? Icon geht vor, let's go. So sage ich jetzt einfach mal. Und das heißt, da habe ich vielleicht sogar Plus gemacht mit meinem Cancelo hier. Da habe ich vielleicht sogar Plus gemacht. So, für 6-3 hauen wir rauf, zack. Raus mit ihm, weg ist er. Die nächsten 6 Millionen am Start, Leute. Ich glaube, komm, 2 Packs würde ich vielleicht noch öffnen. 2 Packs öffne ich noch hiervon. Vielleicht ziehen wir noch was Krasses, wahrscheinlich eher nicht, weil gerade eben halt Icon gezogen. Aber gut. So, was haben wir jetzt hier drin? Heißer Verteidiger-Angebot. Let's go, ohne Pfeife. Und kein Walkout. Das wäre es jetzt auch gewesen. 81er Stanchu. Oha. Sogar nochmal gar nicht mal so schlecht hier, was man so bekommt. Okay, einen würde ich noch öffnen. Letztes Pack. Allerletztes Pack hier. Come on. Vielleicht ziehen wir noch einen Walkout, einen Walkie-Talkie und. Ja! Walkout! Oh mein Gott. Normaler Walkout. Deutschland. Wer bist du? MS Müller. Nee. Wie hieß er? Oh, Mukhtar. Stimmt. Haney Mukhtar heißt er. Aber ich glaube, MLS ist gut, weil das ist gerade ziemlich teuer. Na gut, 170.000. Okay, aber nochmal ein Walkout, nehme ich nochmal mit. Na gut, wir hatten gerade eben Walkout, das heißt, ein weiteres Pack lohnt sich jetzt eigentlich nicht. Aber, jawohl, hier, Cancelo ging raus, sehr schön. Das heißt, jetzt habe ich 13 Millionen, ey, das hat sich gelohnt. Das Pack-Opening hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und dann können wir jetzt nochmal schauen. Ich kann Haney Mukhtar verkaufen, wenn das geht. Oh ne, ich glaube. Oh, ne, kann ich nicht. Perfekt. Danke dafür. Gibt es sonst noch irgendwas, was ich verkaufen kann? Ich glaube, der Rest geht nicht raus. Ich glaube, der Rest sieht so aus wie. Nee. Der Rest sieht aus wie, geh nicht raus. Perfekt. Der Rest ist überall blau. Ne. Da geht gar nichts raus. Na, hier vielleicht was, aber gut, das brauchen wir jetzt nicht. So doll bin ich nicht drauf angewiesen. Aber vielleicht haben wir noch jemanden aus der
MLS irgendwie gezogen. Aber weil MLS ist ja gerade sehr teuer, habt ihr mir alle geschrieben, wegen der SBC von Alba, den es da gibt. Und aber hier ist dann nichts mehr. Okay, aber ist solide. Ist solide. Roberto Carlos. Also krass, 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 krass. Puh, Leute. 13 Millionen. Ich glaube, da kaufe ich mir als nächstes noch einen Spieler zum Trainieren oder so. Weil, ja, ich könnte mir natürlich auch noch einen schönen ZM oder RV oder so kaufen. Aber, ja, wahrscheinlich ZM kaufen, weil ich sowieso nicht die Pionierspieler, Founderspieler da trainieren kann. Ja, aber jemand anderen gibt es da halt eigentlich sonst nicht. Wir können ja nur mal kurz gucken, Thema ZM, was es da Schönes gibt. Nur mal jetzt hier so zum Abschluss hier, zack, ZM, schauen wir kurz. Ja, an De Bruyne, 16 Millionen. Könnte man machen. Könnte man machen. Ein KDB, ja, 17 Millionen. Hm. Ist möglich, ja, ist möglich. Kann man machen. Oder ein Jude Bellingham. Aber Jude Bellingham, 23, ist halt heftig. Für 23 Millionen. Es sollte schon so 2 Guess Unterschied sein oder so, würde ich denken. Das wäre vielleicht so das Krasseste. Aber gut. Leute, was meint ihr? Was habt ihr bisher gezogen? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns morgen wieder. Morgen wieder ein wildes Video, Leute. Seid dabei. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.